Ich habe mir damals mein erstes Tattoo stechen lassen mit 16. Ich kann mich noch gut daran erinnern, und zwar lag es daran, mein Vater kam nach Hause und ja, ich fand es dann plötzlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ich habe es mir angeguckt und dachte mir so, oh geil, du hast ja da so einen Drachen auf dem Arm. Da war ich aber zu dem Zeitpunkt noch 15 und durfte natürlich keins kriegen. Da meinte mein Vater aber, sobald du 16 bist, darfst du das. Und wir haben dann Berlin als Wappen sozusagen, also die Umrandung von Berlin, so entworfen. Mein Vater hat das für mich damals gemacht, das weiß ich noch, also sprich selbst entworfen. Und dann habe ich das anschließend auf den Arm bekommen mit 16 und hatte somit mein erstes Tattoo. Hatte für mich aber in dem Sinne, auch wenn es eine Bedeutung hat, weil es Berlin ist, aber eigentlich gar keine richtige Begründung. Ich wollte einfach nur ein Tattoo haben, weil ich es cool finde. Mittlerweile muss ich aber wirklich gestehen, dass viele Tattoos, die ich mir dann überlege, tatsächlich eine Begründung haben. Mittlerweile tätowiert man selber, muss man noch sich eingestehen. Tattoos sind definitiv systemrelevant. Es gibt so viele Menschen da draußen, die gewisse Dinge damit verarbeiten und die damit sich auseinandersetzen können, die damit überhaupt noch im Leben stehen. Klar, die einen sehen es als so eine Art wie Schönheitschirurgie, die finden sich damit schön. Dann gibt es die einen, die sind damit selbstbewusster dann. Also die werden dadurch selbstbewusster. Es gibt sogar Leute, die kriegen Tattoos und plötzlich sind sie eine ganz andere Person. Sie werden plötzlich wach. Sie kommen aus dem Traum raus und sind wach. Sie stehen mitten im Leben. Sie wissen plötzlich so, ich bin ein ganz anderer Mensch, als ich dachte. Und ja, werden sozusagen neu geboren. Und eins kann ich zu dem Ganzen nur sagen. Und da könnt ihr alles andere beiseite schaffen. Und es ist wirklich so, das Einzige, was du mit in dein Grab nimmst, sind Tattoos. Mein Name ist Iris und ich liebe Tattoos, weil sie mein Selbstbewusstsein stärken und ich nicht an jedem Finger einen Ring tragen kann. Ich bin David und ich habe Tattoos, weil sie für mich Bedeutungen haben, an die ich mich immer wieder gerne erinnern möchte. Hallo, ich bin Patricia. Ich finde Tätowieren einen themenrelevanten Beruf, weil ich bin selbst tätowiert und ich habe damit meine Gefühle und meine Geschichten damit verarbeitet. Hallo Leute, ich wurde gefragt, ob Tätowieren systemrelevant ist und ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall so ist, weil viele Menschen, genauso wie ich, Sachen verarbeiten, vielleicht auch die Vergangenheit verarbeiten mit Tattoos und natürlich auch jungen Künstlern den Körper als Leinwand zur Verfügung stellen und es auch so eine Art Therapie ist. Hallo, ich bin Ingo Flamingo. Nicole möchte nicht vor die Kamera, aber ich soll euch ausrichten. Sie findet Tattoos toll. Also ich bin tätowiert, weil alle meine Tattoos haben Bedeutung und ich finde es einfach geil. Warum ich tätowiert bin? Weil ich meine Haare behalten will. So, warum bist du tätowiert? Hauptsächlich, weil ich damit meine Liebe zu meiner Familie zeige. Und du? Schmuck. Es ist wunderbarer Schmuck. Man kann seine Gefühle damit ausdrücken, kreativ sein. Es ist einfach wunderschön. Ja, hallo meine Freunde. Ich bin Bobber Bernd. Ich finde, sie spiegeln etwas wider, ja, und zwar aus meiner Seele. Und die nach außen gekehrt, schöne Bilder, die entstehen bei guten Tätowierern. Und mittlerweile, glaube ich, bin ich echt süchtig danach geworden. So, die Frage steht im Raum. Warum haben wir Tattoos? Tattoos sind für mich wie Erinnerungen, wie Bilder. Ich finde Tattoos geil, weil ich Star Wars liebe. Hi, ich bin Laura und auf die Frage, warum ich tätowiert bin, habe ich ein paar Antworten. Zum Beispiel bin ich eine Frau. Wir haben immer wieder Komplexe und es ist ein Schönheitsding. Man kann was kaschieren, man kann was besonders hervorheben. Man kann sich dadurch einfach schöner und wohler fühlen. Ich bin Manu. Ich mag die Vorstellung, dass wir Menschen Leinwände sind, auf denen Künstler oder wir selbst unsere Geschichte verewigen können oder auch einfach nur Kunstwerke schaffen können. Also ich finde Tattoos gut, weil sie gut aussehen. Kinas, Tachchen, warum habe ich Tattoos? Und zwar, ich muss leider sagen, Tattoos hatten für mich nie so eine richtige Bedeutung, auch wenn es eigentlich so sein sollte. Von 14, 15 Tattoos haben nicht mal mehr die Hälfte, die ich habe, eine Bedeutung so richtig. Die sehen für mich einfach geil aus. Ich bin Sarah, 28. Und ich finde es faszinierend, Kunst nicht nur auf einem Blatt Papier oder auf einer Leinwand betrachten zu können.
Ich bin Christine, ich habe Tattoos, weil ich sie super schön finde, weil ich Sachen, die mir wichtig sind, verewigen kann und weil ich finde, dass man sich in seinen Tattoos ein wenig widerspiegeln kann. Tätowiert sein ist für mich nicht gleich tätowiert sein, sondern es ist für mich ist es die Kunst auf meinem Körper und dass ich das so ausleben kann, wie ich es möchte. Und manche Dinge sind mit Erinnerungen verbunden. Wie meine Oma immer so gerne fragt: Kind, wieso bist du eigentlich tätowiert? Willst du nicht sein wie die anderen? Nein, genau deswegen tätowiere ich mich auch. Um mich selbst zu entfalten, um meine Persönlichkeit zu äußern. Ohne diese Tätowierungen wäre ich nicht ich. Und die Künstler, die mir geholfen haben, mich zu entwickeln, haben natürlich einen großen Teil dazu beigetragen. Es ist schade, dass gerade das die Szene Tätowierer, Künstler allgemein beschädigt wird. Ich finde Tattoos so unglaublich sexy. Ich finde, das macht die Menschen so attraktiv. Also der Grund, warum ich tätowiert bin, ist, dass ich die wichtigsten Personen in meinem Leben immer bei mir haben möchte, sie nie vergessen möchte, auch mein Haustier immer bei mir haben will. Das zeige ich auch sehr, sehr gerne, diese Kunst auf meiner Haut. Und zwar kam die Frage, warum finde ich Tattoos gut, schön? Weil es einfach ästhetisch ist und man kann seine Leidenschaft auf dem Arm tragen oder am Körper, je nachdem. Hi, mein Name ist Nora und ich mag Tattoos wirklich sehr, weil ich der Meinung bin, dass sie Menschen attraktiver machen. Allein schon wegen deren Gedanken, deren Emotionen, die sie auf deren Körper verewigen lassen und es wirklich für immer bleibt. Das ist für mich wirklich ein Grund, warum ich Tattoos wirklich sehr mag und auch Tattoos habe. Meine Tattoos haben Bedeutung und das finde ich mega schön, deswegen werden da auch noch mehr kommen. Und es sieht auch mega aus, wenn so viele Menschen auf dieser Welt so verschiedene Kunstwerke auf der Haut tragen. Ich bin ein sehr, sehr offener Mensch für Tattoos, Body Modifications, alles. An sich sollte man in der Szene unter Tätowierten ja wohl auch miteinander gut umgehen können. Gibt ja immer leider noch die, die meinen, die wären was Besseres und irgendwie einen runtermachen, nur weil man nicht so perfekte Tattoos hat wie die, dass sie sich bei sich vorstellen. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, wie ich ja so schön sage. Ja, hi. Ich habe Tattoos, um einfach meine Persönlichkeit damit zum Ausdruck zu bringen und sie in einem sehr kunstvollen Bild auf meiner Haut tragen möchte und kann. Für mich bedeuten Tattoos, dass du immer das Wichtigste bei dir hast, sei es deine Familie oder irgendwelche Erinnerungen, die dir ganz viel bedeuten. Das gibt eben auch eine Art Selbstbewusstsein und ja, es ist auf jeden Fall für mich ein wichtiger Teil meines Lebens. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal herzlichst bei jedem Einzelnen von euch da draußen bedanken. Ich bin sehr zufrieden damit, auch wenn ich einige treten musste, aber wir haben es ja am Ende dann doch noch hinbekommen. Das freut mich auf jeden Fall. Ja, jetzt fühlt man sich auch ein bisschen merkwürdig, beziehungsweise man weiß endlich mal, was so dahinter steckt, in so ein Mikrofon zu sprechen, beziehungsweise ein Radiomoderator zu sein. Es ist echt verdammt schwer. Es war hier sozusagen der erste Versuch und ja, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn man hier so sitzt und mit seinem Mikrofon reinspricht. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, die Audiospuren bzw. Videospuren sind geschnitten. Bedeutet, die komplette Fassung gibt es eine Woche spät. Gibt es eine Woche später. Und zwar die komplette Version dann. Ich musste das so halt schneiden, weil sonst wäre das einfach zu viel geworden. Ja, das ist zu krass. Also, ich hätte auch noch viel mehr sagen können. Ich glaube, wie jeder andere, dem fällt dann irgendwann auf, so, ach Mensch, da war doch das, was ich gerne sagen wollte. Wie gesagt, über dieses Thema kann man echt lange diskutieren und reden. Und deswegen war das sozusagen die kurze Version. Falls natürlich das eine oder andere Hate-Kommentar auftaucht, was natürlich gut möglich sein kann, und alle, die in diesem Video mitgewirkt haben und sich damit angegriffen fühlen, denkt euch immer eins: Scheißt auf die anderen. Geht geradeaus, geht euren Weg. Denn eins habt ihr getan, was dieserjenige eventuell nicht gemacht hat. Und das ist, ihr habt euch tätowiert. Und ihr könnt definitiv sagen, ihr seid anders. Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Bis denn, anders.